Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Der Gott in der Tiefe für Der Schatten des Dämonenfürsten, herausgegeben von System Matters. Viel Spaß! Bei diesem Abenteuerband geht es um die ersten vier Abenteuer, die eine Gruppe erleben könnte, wenn sie denn möchte. Ja, das Ganze beginnt in Letzte Hoffnung, ein kleines Dorf bzw. eine Ortschaft, die dann ausgewürfelt werden kann im wahrsten Sinne des Wortes. Wie das genau funktioniert und was die Abenteuer beinhalten, das zeige ich euch jetzt. Ja, relativ interessant finde ich tatsächlich auch die allerersten Seiten, denn hier geht es dann nicht nur um das typische Vorgeplänkel, wie man Charaktere erschafft, sondern hier werden dann eben auch Tipps gegeben, wie man dann die Charaktere einführt, wie man sie zusammenfasst in einer Gruppe und auch warum dann solche Exoten wie beispielsweise Goblins, Orks oder Uhrwerke dann in diesem Ort, in diesem Dorf dann auch herumlaufen, denn auch dafür wurde bereits der Raum geschaffen. Und es gibt in dem Grundregelwerk bisher noch keine weiteren Exoten wie Vampire oder Zentauren. Die werden dann höchstwahrscheinlich im späteren eingeführt, denn im Englischen, das hatte ich ja bereits auch bei der Rezension des Grundregelwerks gesagt, es gibt noch weitere hunderte von PDFs im Englischen, die dann noch darauf warten, übersetzt zu werden von System Matters. Und für diese wurde bereits jetzt schon einmal in diesem allerersten Werk die Grundlage geschaffen. Also wer wirklich dann aus dem Englischen so etwas bauen möchte, der kann sie dann auch hier benutzen. Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Und ich habe ja auch schon was dazu gesagt, wie die Charaktere dann in diese Stadt, in diesen Ort geworfen werden, in die letzte Hoffnung. Und das finde ich relativ interessant, denn das Dorf wird oder kann ausgewürfelt werden. Das kann der Spielleiter im Vorfeld tun, das kann aber auch mit der Gruppe tun. Und das finde ich cool. Das Ganze wurde ja schon mal bei Beyond the Wall von System Matters gemacht, dass man da dann Dörfer erschafft. Das war, glaube ich, das erste Mal, bin ich der Meinung. Aber der Verlag rühmt sich ja auch damit, dass es eigentlich ziemlich oft bei ihnen um irgendwelche Dörfer geht, in denen dann Kinder groß werden. Das ist ja wohl ja öfter mal bei ihnen der Fall. Und auch hier, zumindest in diesem ersten Abenteuer, geht es dann darum, dass die Charaktere allesamt aus diesem Ort kommen. Was meine ich jetzt mit ausgewürfelt? Ja, man nimmt einfach eine Anzahl von Würfeln in die Hand, verschiedene, unter anderem W20 oder W6. Und je nachdem, wie die dann fallen gelassen werden, sprich auf ein Blatt Papier, so stehen und liegen dann die Häuser. Also beispielsweise der W20 bildet dann die Kirche des Ortes. Und dann, wenn der W6 eine 6 zeigt, dann ist das dann irgendwie die Schmiede oder dann haben wir andere Häuser wie einen Marktstand, wie eine Wachstube, wie eine Taverne, die dann eben auch vielleicht für diesen Ort dann wichtig sein könnte, wo dann auch das Abenteuer spielen könnte. Ne, also je nachdem, wie dann da die Würfel liegen bleiben, abhängig von der Augenzahl und dem Ort, wo sie auf dem Papier liegen, so stehen dann auch die Gebäude. Und die Einsen und Zweien bilden dann normale Häuser und Hütten. Das ist also ziemlich lustig, diese Angelegenheit. Und da nimmt man auch ganz gerne viele verschiedene Würfel in die Hand. Und das steht hier zwar nicht so drin, aber ich glaube, ich würde da unheimlich viel Spaß haben, da mit vielen Würfeln dann zu arbeiten, um dann dieses Dorf dann nachzuzeichnen und dann um diese Würfel herum dann die Häuser dann zu markieren. Finde ich zumindest ziemlich cool, dass das dann eben direkt dann auch zu diesem Abenteuer gehört und ja, dass das dann immer auch anders liegen kann. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, wo dann die Kirche und sowas liegt. Ja, wie geht es danach weiter? Danach werden die Orte selbst so ein bisschen beschrieben, sprich nicht die letzte Hoffnung, sondern die Häuser, die darin stehen. Sprich, der W20 war dann ja diese Kirche, die Kirche von dem neuen Gott oder der neuen Religion. Und wie es da drin aussieht, das wird dann eben auch in diesem Abenteuer beschrieben. Es geht dann, das könnt ihr hier auch sehen, nicht nur um die Kirche selbst, sondern eben auch um den Friedhof und um den Vater Salomon, der darin wirkt. Und ja, die verlassene Werkstatt, da hat mal ein Zauberschmied drin gearbeitet, jetzt ist er wohl irgendwie weg, niemand weiß genau warum. Kann man sich natürlich noch ein paar Sachen zu ausdenken, warum der jetzt tot ist, aber naja, seit langem sind die Türen vernagelt und nur noch einige Kinder trauen sich dann als Mutprobe hinein. Es kann natürlich sein, dass wenn es ein Uhrwerk gibt, also einen Charakter, der ein Uhrwerk spielt, dann kann es eben auch sein, dass der aus dieser verlassenen Werkstatt gekommen ist und jetzt hier rumrennt und der ist natürlich ein sehr exotisches Wesen, aber er wird eben akzeptiert, so als mechanischer Golem.
Ja, ansonsten wird die Taverne beschrieben und so weiter. Also alles, was man irgendwie braucht, alles, was wichtig ist. Und danach kommt dann eben die ganz normale Beschreibung der Nichtspielercharaktere. Und dann geht es weiter mit der ersten Szene. Und das ist auch ein Punkt, den ich relativ gut finde. Die Struktur ist gut zu erkennen. Wir haben dann Überschriften wie Szene 1, Szene 2, Szene 3. Und wenn wir dann mit einer Szene durch sind, dann steht danach, was nach dieser Szene passieren könnte. Gehe ich danach zu Szene 2 oder zu Szene 3? Beziehungsweise wie entscheiden sich die Charaktere? Wollen sie etwas tun? Und wenn ja, was wollen sie tun? Und je nachdem, welche Möglichkeiten sie dann zu diesem Zeitpunkt haben, werden dann oder wird dann der Spielleiter dazu angehalten, springen dann, wenn sie A tun wollen, springt zu Szene 2. Wenn sie B machen wollen, dann springen halt zu Szene 3 oder sie tun halt gar nichts, dann springen halt ganz zum Schluss und sie werden dann dafür belohnt, dass sie gar nichts getan haben, weil sie einfach gesagt haben, ja, ist nicht mein Problem, kümmere ich mich nicht drum und dann, naja, das ist halt kein Abenteuer, wenn sie sagen, wir haben hier dieses Problem und wir wollen uns nicht darum kümmern. Also ich finde das echt cool und das ist sehr anfängerfreundlich, gerade für einen Spielleiter, der sowas noch gar nicht gemacht hat, der wird dann hier angehalten, spring einfach weiter zu dieser Szene und das ist sehr einfach. Ich fasse einfach mal das erste Abenteuer zusammen. Worum soll es gehen? Ja, das ist natürlich jetzt ein dicker Spoiler, aber in einer Rezension komme ich da jetzt nicht drumherum. Es gibt den Sohn vom Bürgermeister, der hat eine Ausbildung zum Magier erhalten. Das hat er nicht ganz so hinbekommen, wie es eigentlich gedacht war. Jetzt wird er lieber ein Nekromant und möchte Tote erheben. Und er hat eine Freundin mit dabei. Das ist ein Wechselbalg, sprich eine Person. Ein humanoides Wesen, was die Gestalt von jedem anderen annehmen kann. Und das ist bereits auch geschehen. Zu Beginn des Abenteuers, der Vater Salomon, das ist also dieser Priester, der ist ermordet worden und sie hat jetzt die Gestalt dieses Vaters angenommen und wirkt jetzt in seinem Namen, versucht so ein bisschen den Schein aufrechtzuerhalten, dass er noch lebt und ja, besorgt dann für diesen jungen Nekromanten ein paar Leichen, unter anderem vom Friedhof, aber ja, das könnte dann natürlich auch dieser Priestervater sein. Normalerweise liegt er aber auf dem Friedhof und könnte da dann noch entdeckt werden. Sprich, da ist dann die Leiche eingebuddelt. Das würde natürlich auch nochmal eine schöne Szene ergeben, wenn man da dann irgendwann den Sarg aufbricht und da dann die Leiche von diesem Priester erkennt. Ja, was dann passiert, nachdem das so alles ein bisschen etabliert worden ist, es gibt einen Dieb, der in diesem Dorf dann aktiv ist, der versucht dann aus dem Tempel ein paar Sachen zu stehlen, wird dabei entdeckt von dem Wechselbalg. Es kommt zu einem Kampf und ja, dabei wird wohl auch dieses Wechselbalg verletzt. Der Dieb rennt aus der Kirche raus, schreit wie am Spieß und sagt, ah, das ist gar kein Mensch, das ist irgendwie ein Wesen, was aus Schlamm besteht. Was einfach diese Eigenschaft von diesem Wechselbalg ist. Und da muss man dann natürlich diesen Menschen, diesen Dieb auch ernst nehmen. Man kann ihn natürlich auch ins Gefängnis bringen, nach dem Motto, ja, du hast jetzt hier gerade böse Dinge getan und du wolltest die Kirche ausrauben. Er erzählt natürlich eine andere Geschichte und will das natürlich nicht offenbaren, dass er ein Dieb ist, aber das wird eigentlich relativ schnell klar, wenn man ihn dann auch untersucht und dann feststellt, dass er da so einen goldenen Kelch in seiner Unterhose hat. Ja, wenn die Leute, wenn die Helden sich dann auch in der Kirche umsehen, können sie Blutspuren finden und Spuren, die dann nach draußen führen. Also der Priester ist dann wohl geflohen. Warum ein Priester das dann auch immer tun sollte, zumindest wird dann so ein bisschen klar, vielleicht geht es da nicht ganz mit rechten Dingen zu sich. Warum sollte dieser Vater Salomon denn fliehen? Wenn sie dann diesen Blutspuren in den Wald folgen sollten, dann erkennen sie auch, dass dort irgendwie eine weitere getötete Person liegt, ein Holzfäller. Da hat dann der Das Wechselbalg hat dann die Identität ein weiteres Mal getauscht und ist jetzt wieder jemand anderes. Wenn Sie ihm dann weiter folgen wollen, dann kommen Sie zu einem Lager. Da sitzt dann außerhalb dieses kleinen Ortes der Sohn des Bürgermeisters und experimentiert dann mit seinen Leichen umher. Zumindest ist das so eigentlich der Plan. Und dann können Sie da auf die Leichen treffen, auf das Wechselbalg. Und der Sohn des Bürgermeisters ist dann auch vielleicht geflohen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit sie sich nehmen. Das finde ich immer ganz schön. Es gibt dann so dieses Konzept der Living City. Denn je nachdem, wie lange die Charaktere brauchen, um dann zu handeln, um dann durch den Wald zu rennen oder ob sie vorher in einem Dorf selber noch so ein bisschen ermitteln und da dann beim Wachmann vorbeischauen, kann das alles so ein bisschen dann verrückt werden. Das ist alles so ein bisschen modular. Und je nachdem verändert sich dann auch so ein bisschen diese Geschichte. Und dann ist der Sohn des Bürgermeisters schon von irgendwelchen Tiermenschen getötet worden. Oder er ist geflohen und noch nicht von Tiermenschen getötet worden. Aber ja, wie genau das am Ende ausgeht, ist es sehr, sehr frei aufgebaut. Und dadurch, dass man von Szene zu Szene springen kann, ist das eben auch sehr schön gestückelt.
Ja, in dem Buch gibt es natürlich auch sowas wie Handouts und ich zeige euch jetzt hier einfach mal diese Karte. Die könnt ihr dann sehr modular selber gestalten. Ob ihr da dann irgendwelches Lager der Tiermenschen drauf aufbaut, die man dann bekämpfen kann, oder ob man da dann die Zelte hinstellt, das kann euch dann so ein bisschen überlassen sein. Das ist zumindest eine Waldkarte, mit der man dann eine ganze Menge machen kann. Unabhängig davon gibt es dann in dem Handout-Bereich auch weitere Charaktere, denn es kann sein, das ist ein sehr sterbliches Spiel, also man spielt weniger Helden, als dass man eher dann Opfer spielt. Das ist sehr Warhammer-esque, sag ich immer, also sehr tödlich. Und wenn dann ein Charakter stirbt, dann kann man auch im Handout-Bereich sehr schnell einen neuen Charakter austeilen, kann den Namen auswürfeln und dann den Beruf und so. Und dann geht das auch sehr schnell weiter, sodass dann der Charakter oder der Spieler kann dann nach 3 Minuten mit einem neuen Charakter einsteigen. Das ist dann also gerade dann in diesem Anfängerbereich, wo man noch nicht so viel drauf hat, ist das sehr dankbar. Ich finde das sowieso auch sehr interessant. Je nachdem, wer wann was als erstes macht, also welcher Charakter greift als erstes zur Waffe, wer erschlägt als erstes ein, wer berührt ein Artefakt oder so, kann man dann Punkte sammeln. Die kann sich dann der Spielleiter verdeckt notieren. Das finde ich ganz cool. Und dann am Ende des Abenteuers wird dann ja auch gelevelt, also gesteigert. Und dann kann man so Lehrlingspfade aktivieren, die dann den weiteren Berufsweg auch bestimmen oder bestimmen könnten. Das kann man eben sehr modular anlegen. Der Spielleiter kann sich das dann eben notieren und kann dann empfehlen, nimm doch mal diesen Kriegerpfad, denn du hast das und das getan. Oder nimm doch mal diesen Magierpfad, denn du hast dieses magische Buch berührt und vielleicht auch sogar darin gelesen. Und wenn sich die Gruppe dann, nachdem sie dieses Abenteuer gespielt hat, das geht meines Wissens sogar dann auch in 4 Stunden, sprich, das ist so ein ganz normaler Abend. Das kann man durchdrücken, man kann das auch ein bisschen verlängern, dann auf, weiß ich nicht, 8 Stunden, sprich 2 Spielsitzungen, aber das kann man eben, wie gesagt, auch an einem Spielabend machen, wenn man sich daran hält und dann auch wirklich 4 Stunden spielt. Und danach ist man, wie gesagt, durch mit dem Abenteuer und dann kann man sich überlegen, in der Zwischenzeit zwischen dem Abenteuer 1 und dem zweiten Abenteuer, wie ich dann steigern möchte und was ich dann in der Zwischenzeit so alles erlebt habe und wie ich meinen Beruf weiter ausgebaut habe. Und hier werden dann, wie gesagt, Tipps gegeben, bevor es dann ins nächste, ins zweite Abenteuer geht. Ja, das nächste Abenteuer, die Peitsche des Sklavenjägers, ist vielleicht vom Namen her ganz cool, aber ich finde das Abenteuer gar nicht so sehr gut. Worum soll es gehen? Kurze Zusammenfassung. Es geht um die Charaktere, die festgenommen worden sind. Und zwar ist das offscreen passiert, also nach diesem Abenteuer. Was sie als letztes erlebt haben, sind sie dann überfallen worden in ihrem Dorf oder wo immer sie waren und sind jetzt an einen Karren angekettet worden, gemeinsam mit ein paar anderen Sklaven und sollen den jetzt in eine Stadt ziehen, gemeinsam mit anderen Waren und da sollen sie dann von Orks verkauft werden und wenn sie da ankommen, dann werden sie wahrscheinlich als Gladiatoren oder so verkauft und das ist ganz sicherlich irgendwie ihr Tod, das sollte dann rauskommen. Naja, und dann können sie sich irgendwie so ein bisschen unterhalten und können dann feststellen, dass es mit an diesem Wagen auch jemand gibt, der Orkisch versteht. Und naja, dann könnte man auch versuchen zu fliehen und dann gibt es hier verschiedene Abläufe des Tages und naja, wie das eben auch in der Nacht abläuft. Und dann kann man versuchen, in der Nacht zu fliehen, aber es gibt bei diesen Menschen, gibt es dann auch noch einen Verräter, einen Spion, der für die Orks spioniert. Und da könnte sie verraten. Ich weiß nicht genau, wie man darauf kommen sollte. Es steht hier zwar drin, dass man das dann erahnen kann, aber eine wirkliche Chance hat man dagegen irgendwie nicht. Gerade wenn dann die Menschen miteinander angebunden werden und die dann so einen Plan diskutieren wie, ja, wir brechen dann irgendwie morgen Abend aus, wenn alle schlafen und betrunken sind, dann brechen wir aus. Dann kann das der Spion halt, der mit denen angebunden ist, den Ork sowieso gleich weitererzählen. Naja, wenn sie halt verraten werden, dann werden sie verprügelt und verlieren Lebenspunkte, aber getötet werden sie nicht. Und wenn der Ausbruch auch irgendwie nicht klappen sollte, dann werden noch ein paar andere umgebracht, aber sie werden dann auch wieder nicht getötet, weil sie sind ja Spielercharaktere. Ja, gut, dann irgendwann können sie vielleicht fliehen oder aber der Spielleiter kann das Ganze noch ein bisschen fokussieren oder forcieren mit einem Angriff von Tiermenschen und dann laufen sie durch den Wald und dann ist das Abenteuer zu Ende. Ja, so kann man das tatsächlich zusammenfassen. Und ich finde es nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist plump. Man kann sich versuchen zu befreien. Man hat diesen, dass man da jetzt angebunden ist, hat man nicht selbst verschuldet, sondern man darf es einfach so hinnehmen. Ja, okay, toll. Also das passiert eben, wie gesagt, alles offscreen. Dementsprechend entkommt von diesem Wagen und lauft durch den Wald und wenn ihr lang genug im Wald überlebt, dann habt ihr das Abenteuer geschafft und stärkt ein Level auf.
Das Abenteuer ist aber nur ganz, ganz kurz. Ich glaube, 5 Seiten, mehr ist es nicht. Und dementsprechend sollte diese Gewichtung dann auch nicht ganz so groß sein. Aber das, was hier angeboten wird, finde ich echt nicht gut. Der Gott in der Tiefe, das ist dann tatsächlich das Abenteuer, was darauf folgt. Und das ist umso besser. Naja, was heißt umso besser? Auch hier gibt es wieder einen Verräter, aber ich fange mal wieder von ganz vorne an. Die Charaktere starten in einer Stadt. Und das ist in meinen Augen schon mal ganz gut. Naja, weil wir haben jetzt ein kleines Dorf gehabt, wir haben jetzt ein Reiseabenteuer gehabt und jetzt gibt es tatsächlich auch mal eine größere Stadt, also mit mehreren Tausenden von Einwohnern und mehreren Tempeln und da kommt man dann auch so ein bisschen mal mit der Religion in Konflikt. Ja, worum soll es gehen? Die Helden bekommen einen Auftrag von einer konkurrierenden Sekte, von einer konkurrierenden, ja, von einem konkurrierenden Pantheon. Irgendwas, was mit eben einem anderen Gott zu tun hat. Und da gibt es eben wohl diesen anderen Tempel, der jetzt aufgemacht worden ist. Und da bringen jetzt die ganzen Leute ihre Toten hin. Handelt sich dabei wohl also offensichtlich um einen Totengott. Und da sollen sie wohl bitte mal herausfinden, was da unten vor sich geht. Das ist wohl so ein altes Badehaus und das haben sie jetzt ja, so ein bisschen umorganisiert. Und jetzt bringen sie dann für ein bisschen Entgelt, bringen sie dann die Toten dahin und dann werden die in das Totenreich transportiert und dann geht's allen gut. Klingt an sich schon mal ganz cool, ist es an sich auch. Es ist, naja, vielleicht ein bisschen kurz, aber was heißt das schon, wenn die Charaktere dann sich in diesem Tempel von der Gott wird hier Duvia genannt, wenn sie sich dann ein bisschen umsehen, ein bisschen informieren, dann können sie sich dann noch ja, eigentlich relativ fix einen Plan zurechtlegen. Sie müssen irgendwie versuchen, in den hinteren Teil zu kommen. Sie können dann ja einbrechen in der Nacht oder aber können dann sich reinschleichen. Also, naja, irgendwo ist es dann immer ein Einbruch. Sie können es natürlich auch ganz, ganz plump mit Gewalt versuchen. Das wird denen wohl allerdings nicht gelingen, weil das einfach zu viele Kultisten sind. Und ja, können dann, wie gesagt, erstmal versuchen herauszufinden, sind die überhaupt böse? Denn das ist bisher noch gar nicht klar. Wenn sie dann sich runterschleichen, wird klar, naja, gut, sie sind irgendwie doch böse und die Leichen, die die dann bekommen von den Angehörigen, die werden dann da unten an ein Monster verfüttert. Das Monster will einfach Leichen haben und dann stimmen sie es damit glücklich und zufrieden und das will dann nicht ausbrechen. Ja, an sich ganz cool. Was ich dann nicht ganz verstanden habe, ist dann, dass dieser andere Auftraggeber von dieser anderen Gottheit, der ist dann auch ein Verräter und wenn sie dann wieder nach oben kommen, beziehungsweise wenn sie gerade beim Kampf mit diesem Monster sind, dann kommt es zu einem unglaublich tollen Showdown und dann treten da sogar 3 Parteien gegeneinander ein und nicht nur 2, weil dann dieser andere Auftraggeber mir nichts, dir nichts auch nach unten reinläuft, obwohl er das hätte auch ohne die Charaktere tun können. Und dann kämpfen sie da mit so einem, naja, Showdown. Man kann diesen Verrat nicht wittern. Finde ich ein bisschen komisch. Man braucht die Charaktere auch einfach nicht. Also diese innere Logik erschließt sich mir da nicht. Warum dann diese Kirche diese dahergelaufenen Helden überhaupt anwerben sollte, wenn sie dann am Ende dann doch darunter laufen. Oder wenn sie halt warten, bis dann das Monster tot ist oder besiegt worden ist oder was auch immer zurückgeschickt, dann laufen die Charaktere nach oben und dann bringen sie die Charaktere um. Also egal wie man es dreht und wendet, eine innere Logik hat das Ding nicht. Das Abenteuer ist trotzdem cool. Mitunter wegen diesem Plan. Also ich mag den ganz gerne und hier werden dann auch viele coole Szenen so ein bisschen beschrieben. Das ist, ich will das hier gar nicht runterspielen, aber das ist so ein bisschen der Plot. Da sollte man bei so einem Dungeon Crawl nicht so viel erwarten. Ihre Augäpfel, das nächste Abenteuer. Worum soll es gehen? Es geht um ein Dorf, in dem Kinder geopfert werden, damit eine Fee nicht böse wird und ja, das Dorf dann eben mit Apfelbäumen beschenkt, beziehungsweise ja, mit ganz generell einer fruchtbaren Ernte. Und dafür werden dann alle Jubeljahre werden dann ein paar Kinder bzw. ein Kind geopfert und das läuft für schon seit ein paar Jahren so. Die Charaktere können dann auf ihrer Reise an diesem Dorf vorbeikommen, können dann Hilferufe hören und hören dann ja dieses Kind, wie es dann hier als in Anführungsstrichen Vogelscheuche rangefesselt worden ist. Die können dann das Kind befreien, werden dann natürlich angegriffen von anderen Feen, Wesen, von anderen Kindern, die damals geopfert worden sind. Und naja, dann können Sie sich eben überlegen, was mache ich denn jetzt mit diesem Kind? Das gehört ja irgendwie schon in dieses Dorf. Können dann darauf kommen, dass dieses ganze Dorf dann in diese Verschwörung dann natürlich mit eingebunden ist, dass die das freiwillig tun, damit sie eben eine gute Ernte haben. Können dann ja, verschiedenen Leuten dann versuchen zu vertrauen oder auch nicht. Also die Taverne ist natürlich böse, weil da die
Naja, die Tavernenwirte, die sind natürlich auch eingeweiht und die wollen ja diese Ernte haben und der Apfelbauer will das auch haben und dann könnte man dem Schmied vertrauen. Der Schmied ist tatsächlich gut. Warum, werde ich jetzt hier nicht spoilern, ist auch nicht so wichtig. Und dann gibt es noch den Pastor, den Priester. Und da sollte man doch eigentlich meinen, dass der eigentlich gut ist, aber der verrät die Helden auch. Eigentlich kann man nicht wirklich dahinter kommen, nicht wirklich erfahren, wem man jetzt vertrauen kann und soll. Gerade bei dem Priester, gerade bei dem Pastor ist es halt schwer, da noch irgendwie, ja, es ist halt ein Mensch, dem man eigentlich vertrauen sollte. Und dann gehe ich einfach davon aus. Aber ja, weil diese Welt eben so böse ist und dieser Schatten des Dämonenfürsten auf dem Ganzen liegt, darf man dem eben wohl nicht vertrauen. Ja, ganz am Ende, nachdem man da so ein bisschen die Wogen geglättet hat und dann herausgefunden hat, wer jetzt eigentlich zu den Guten und wer zu den Bösen gehört, geht es einfach darum, dass dann diese Feenkönigin, der man dann opfert, die kommt dann auf die Welt und sagt, gib mir das Kind her, und dann kämpfen die gegeneinander. Sprich, es gibt einen großen Showdown, Feenkönigin gegen die Helden und hoffentlich gewinnen die Helden. Damit ist das Abenteuer auch beendet. Ja, Missetat in letzter Hoffnung, die Peitsche des Sklaventreibers, der Gott in der Tiefe und ihre Augäpfel. Ich werde jedes Abenteuer einzeln bewerten. Ich mache das ganz schnell im Durchlauf und bilde dann einen Mittelwert für jedes dieser Abenteuer und dann rechne ich einfach die Punkte zusammen. Ja, für die Modularität, also wie verschiebbar ist es, eigentlich sind alle Abenteuer hier mit einer 4 be zu bewerten. Denn es ist natürlich irgendwo in dieser Welt des Dämonenfürsten verankert, aber es ist egal, wo ich das wirklich spiele, in welcher Stadt, in welchem Dorf. Ich kann es aber auch in andere Städte und in andere Settings verschieben. Das ist völlig okay. Ich kann es seitlich verschieben und es ist für, also wenn ich auch DSA spielen will und ich will mal ein bisschen was Dunkleres und Grausameres haben, dann kann ich das eben auch kaufen und spielen. Das geht, da muss ich eben andere Regeln für benutzen, aber ganz generell kann ich dann diese Handouts dafür eben auch nehmen und ja, also sicherlich. Modularität gibt es für alle 4 Punkte. Spielspaß. Ja, hier gebe ich tatsächlich für das erste Abenteuer 4 von 4 Punkten. Das macht tatsächlich viel Spaß. Man hat immer Anhaltspunkte, wohin als nächstes es gehen könnte. Dem Spielleiter wird da auch sehr weitergeholfen. Da gebe ich auf alle Fälle die 4 von 4 Punkten. Bei dem nächsten Abenteuer, die Peitsche des Sklaventreibers, ja gut, also man kann sich nicht wirklich viel bewegen, man ist angefesselt. Man wurde eben im Vorfeld schon an diesen Karren gesperrt und kann sich da nicht gegen wehren. Hier muss ich tatsächlich sagen, dass der Spielspaß sicherlich ein bisschen leidet. Es wird vielleicht jemanden geben, dem das gefällt, aber ich gebe hier 2 von 4 Punkten. Spielspaß für das dritte Abenteuer, der Gott in der Tiefe. Da gebe ich dann auch 4 von 4 Punkten. Das ist so ein bisschen recherchieren, erforschen, so ein bisschen Kriminal. Dann versuche ich da so ein bisschen einzubrechen in diese Katakomben und dann kann ich auch noch kämpfen ganz am Schluss. Also hier wird dann auch eine ganze Menge bedient, 4 von 4 Punkten, finde ich gut. Und ihre Augäpfel, oh, ich glaube, da wird das, also es gab ja auch schon in den anderen Abenteuern, gab es so ein bisschen Verrat und Lug und Betrug und Spione, aber ich glaube, hier ist es einfach nicht so vorherzusehen und diese innere Logik würde mich da so ein bisschen nerven. Ich gebe hier 3 von 4 Punkten für den Spielspaß bei den Augäpfeln, weil, naja, der Priester, das kann man einfach nicht herausfinden und dann vertraut man dem, geht dann irgendwie weg und versucht so ein paar Heldentaten, versucht dann andere Dorfbewohner vielleicht, naja, zu bekämpfen und dann wird man herausstellen, dass der Priester dann hintenrum wieder zu diesem Acker gelaufen ist, um dann dieser Feenkönigin zu opfern. Also finde ich ein bisschen, ja, also ich glaube, mich wird das unglaublich frustrieren. Spielleiter Schwierigkeit, wie schwer oder nicht schwer ist es? Das erste Abenteuer ist sehr leicht. Es sind viele Hilfen gegeben. Gerade für so ein erstes Abenteuer finde ich das auch wichtig. Gefällt mir gut. 4 von 4 Punkten. Ohne irgendeine Ausnahme. Also ein richtig gutes Abenteuer. Richtig leicht auch zu erzählen. Das zweite Abenteuer. Ja, das ist das wieder mit der Peitsche. Hier gebe ich ja 3 von 4 Punkten. Warum mache ich das? Man müsste sich eben überlegen, wie das dann aussieht mit diesem Wagen, wie ich dann jetzt diese Orks darstelle. Gut, das Problem habe ich ja irgendwo immer, wenn ich dann fremde Kulturen einführe, aber es ist auch schwer, dann diese verschiedenen Tage dann darzustellen. Man läuft an diesem Wagen lang, hat nicht viel zu tun, ab und zu wird man mal geschlagen. Man muss da wirklich noch ein bisschen Ideen sammeln, damit das dann nicht sehr schnell sehr langweilig wird, um dann diese 7 Tage der Reise dann darzustellen.
Dafür, dass es dann nur 5 Seiten hat, muss man da noch eine ganze Menge an Aufwand reinstecken. Und ich finde, es ist nicht schwer zu leiten, aber man muss hier auf alle Fälle sich noch ein bisschen bemühen, damit das Abenteuer wirklich Spaß macht. Der Gott in der Tiefe, Spielleiter Schwierigkeit, ja, das ist einfach zu leiten. Es sind viele Tipps da gegeben und es sind auch viele ja, Stimmen des Volkes sind auch angegeben. Das macht richtig Spaß zu lesen. Das macht Spaß, das vorzubereiten und ich gebe hier 4 von 4 Punkten. Der Gott in der Tiefe ist also nicht schwer. Es ist tatsächlich ein einfach zu erzählendes Abenteuer, auch wenn, wie gesagt, diese innere Logik ein bisschen krankt. Ihre Augäpfel, hier gebe ich auch 3 von 4 Punkten. Auch hier musste man das Dorf dann wieder ordentlich darstellen, damit es nicht so ein Allerweltsdorf ist mit nur einer Taverne und einer Kirche und einer Schmiede. Denn so sieht bisher in diesem Abenteuerbuch jedes Dorf aus. Müsste man sich nochmal gucken, wie das in anderen Abenteuern aussieht. Ja, stehen ein paar Motivationen dabei, warum dann der Priester so fies ist und warum der Schmiede halt so gut ist. Aber ja, gut, am Ende läuft es dann auf den Kampf hinaus. Ich gebe 3 von 4 Punkten. Subjektiv, natürlich, wie immer. Und dann kommen wir zu den Bonuspunkten. Und da können dann die Abenteuer nochmal so ein bisschen absahnen. Missetat hat mir, ja, einfach nur gefallen. Einfach nur gefallen. Das ist ein richtig gutes Abenteuer. Alleine wegen diesem Abenteuer lohnt sich der Kauf. 4 von 4 Punkten. Die Peitsche des Sklaventreibers. Ich bin da tatsächlich ein bisschen frustriert, dass man hier dann so ein bisschen damit arbeitet. Mit diesem Offscreen und das dann, naja, wenn die Charaktere es selber nicht schaffen und dann wieder gefesselt werden, dann werden sie nicht getötet, sondern nur andere werden anstatt ihrer getötet, weil sie ja so wertvoll sind. Das ist dann wieder, naja, dass man halt die Spielercharaktere nicht einfach umbringen will. Das ist dann ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, und dann kommen dann noch diese Tiermenschen und dann helfen die Tiermenschen und greifen dann an. Ja, löst sich natürlich sicherlich gut in so einen Warhammer-Plot etablieren, aber mir gefällt das Abenteuer nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gebe ich hier 2 von 4 Bonuspunkten. Der Gott in der Tiefe, ja, auch das Abenteuer fand ich, wie gesagt, gut. Aber ich ziehe Punkt ab für die innere Logik. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die Leute, die dann die Charaktere anwerben, haben da einfach keinen Grund zu. Wie gesagt, am Ende des Abenteuers gehen sie halt selber runter und versuchen das dann aufzuhalten. Und dann brauche ich auch die Charaktere nicht. Naja, dafür ziehe ich auch nochmal einen Punkt ab, aber ansonsten macht das Abenteuer sicherlich Spaß, einfach wegen dieser coolen Karte und wegen diesen ganzen Gerüchten, da ja, kriminaltechnisch da dann irgendwelche Hintergrundinfos rauszuziehen, wird sicherlich cool werden. 3 von 4 Bonuspunkten und ihre Augäpfel. Ja, so ein bisschen Recherche, ein bisschen im Dorf rumlaufen, wie bei so einem Stephen King-Roman, sag ich mal, da, wenn man dann gegen Kinder kämpft, gegen Feen kämpft und gegen, naja, irgendwelche Dorfbewohner kämpft. Am Ende läuft das auf einen großen Plot hinaus. Ich habe, wie gesagt, schon gesagt, dass mich das mit dem Priester so ein bisschen stört. Ich ziehe aber trotzdem nur einen Bonuspunkt ab und damit gebe ich 3. Ja, ich habe jetzt eine große Tabelle jetzt vor euch stehen. Ich werde das dann einfach nochmal zusammenrechnen, die Mittelwerte bilden und dann habe ich hier eine gesamte Punkteanzahl zusammen mit dem Preis pro Seite für dieses Abenteuer bzw. dem Gesamtpreis. Ist das jetzt meine Rezension zu dem ersten Abenteuerband vom Schatten des Dämonenfürsten? Es ist sicherlich was für Leute, die gerne in einem Abend so ein Abenteuer durchspielen wollen. Das geht hier auf alle Fälle mit allen. Finde ich wirklich gut. Das kann dann nicht wirklich komplex sein, wenn man dann so ein ja, Plot in 4 oder auch in 8 Stunden durchspielen will, je nachdem, ob man es dann auf einer Convention erzählt oder nicht. Kann man da dann sicherlich so ein bisschen ausbauen, aber es muss eben kurz sein. Und das erfüllt es. Aber dann gilt auch so ein bisschen stumpf ist Trumpf. Wer da wirklich was Komplexes erwartet, der wird hier vielleicht enttäuscht werden. Missetat in letzter Hoffnung ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Und ja, das war meine erste Rezension zu diesem ersten Abenteuerband. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen mit meiner subjektiven Meinung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.